Kommentatoren-Duo ist live dabei, also Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und das ist heute natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Ungarn gegen Italien. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. Weg ist der Ball. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Emerson. Jetzt Giorgio Chiellini. Immobile. Ciro Immobile. Sie verlieren den Ball. Vorstoß der Italiener. Sehr gut hier von Chiellini. Varela. Da trennt er ihn fair vom Ball. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Flanke kommt rein. Ball abgefangen. Das ist natürlich kein Problem. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Wenn er den ein bisschen tiefer ansetzt, dann würde er jetzt über den Treffer jubeln. Kein Vorwurf, da keinen Pass zu spielen, sondern abzuziehen. Der Mut hätte belohnt werden sollen. Alles andere als ein guter Pass hier, wissen Sie selber. Komm, Ball rollt ins Aus, Einwurf. Ballverlust. Insigne. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Die Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley, tolle Schusstechnik, am Ende knapp. Da fangen Sie den Pass ab. Ja, könnte was werden. Da kommt die Flanke. Das war einfach, er holt sich die Flanke. Berardi. Das ist Immobile. Und jetzt Ferrati. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Klasse Pass. Ganz gefährlich. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Jetzt Ferrati. Das macht er gut. Und Ferrati. Da kann er sich den Ball holen. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Und er geht an ihm vorbei. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Diese Zahlen sind erstmal ernüchternd. Kaum Chancen auf beiden Seiten. Das erklärt das 0:0. Und wenn man in die Gesichter der Zuschauer schaut, die sind alles andere als begeistert. Das hat Chiellini geahnt. Er hat den Ball. Immobile. Jetzt Ferrati. Ferrati. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Da wäre Platz für den Konter. Chance zur Führung. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene. Ein herrlicher Treffer.
Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Da trennt er ihn vom Ball. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts.